ausgerechnet kommt eine Lösung raus. Ich weiß nur leider nicht, ob sie stimmt. Dann nehme ich den Taschenrechner und guck nochmal drauf. Und wenn es nicht stimmt, denke ich, der Taschenrechner spinnt. Als nächstes rechne ich auf meinem Handy nochmal nach. Es hat gesponnen, weil die Verbindung unterbrach. Am Computer sitze ich nun und suche nach einer Lösung. Der Lehrer kommt dazu und wird dabei ganz böse. Er sagt, du sollst selber rechnen lernen und dich nicht vom selber Denken entfernen. Er sagt, du sollst selber rechnen lernen und dich nicht vom selber Denken entfernen. Ist Mathe nicht so leicht. Dafür bin ich in Deutsch die Beste. Ich trage sogar eine Buchstabenweste. Rechen-Genie, das werd ich aber leider nicht.